Finn? Ja, hallo, hier ist der Roland von der Kiez-Tanke. Du, das sieht so aus, als ob ich ein Virus auf dem Computer habe. Kannst du mir da helfen, Mann? Oh ja, ich kann Sie helfen. Könnten Sie bitte mir sagen, seit wann erleben Sie dieses Problem? Ja, jetzt gerade. Ich wollte online was runterladen, ne? Und dann ist da so eine Meldung gekommen mit der Telefonnummer dabei. Okay, darf ich auch das wissen, bitte? Seit wann erleben Sie dieses Problem? Seit jetzt gerade. 2 Minuten. Okay, darf ich auch das wissen, vor diese Probleme zu bekommen, welches Website haben Sie besucht? Ich wollte mir ein paar Pornos runterladen für heute Abend, Alter. Das ist einfach so. Da gibt's nichts schön zu reden. Und vor diese Probleme zu bekommen, welches Website haben Sie besucht? Ich hab mir Sexfilme angeguckt, Mann. Wie oft soll ich's noch wiederholen? Okay, dann Herr, was ich mache, dann, um diese Probleme besser zu verstehen, ich gebe Ihnen die Anleitungen. Sie sollten bitte einmal die folgen, okay? Was soll ich machen? Ich habe kein Wort verstanden. Um diese Probleme besser zu verstehen, ich gebe Ihnen die Anleitungen. Sie sollten bitte einmal die folgen, okay? Was für eine Anleitung denn? Herr, ich sage Ihnen, okay? Ja. Könnten Sie bitte mir sagen, sind Sie am Computer? Ja, klar. Bitte sehen Sie einmal ganz unter links an der Tastatur und sagen Sie bitte, welches Taste gibt es, okay? Zum Beispiel STRG oder CTRL. Ja, klar. Da ist Steuerung steht da drauf. Also ist das die Und Steuerung? daneben rechts bitte. Daneben ist die, keine Ahnung, wie die heißt, die mit den 4 Kästchen drauf. Eine Vierkästentaste. Sie sollten diese Vierkästenzeichen-Taste mit den Buchstaben R zusammen und gleichzeitig drücken, okay? Beide gleichzeitig. Die beiden Tasten gleichzeitig, okay? Ja, warte mal. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt haben Sie etwas neu bekommen auf Ihrem Bildschirm. Ja, da steht Ausführen, da unten steht Öffnen und da drin steht, wer das liest, ist dumm. Richtig, ausführen. Jetzt Sie können die beiden Tasten loslassen und ich gebe Ihnen hier ein Programmname. Sie sollten diesen Namen bei Öffnen eingeben und Sie sollten dort alles kleinschreiben, okay? Alles klar. So, bitte schreiben Sie dort I wie Ida, Ida, ja. E wie Emil, Ja. X wie Santifer, Ja. P wie Paul, Paul, ja. L wie Ludwig, Ludwig, jawohl. O wie Otto, Otto. R wie Richard. Und Richard. Also ist ja die ganze Männertruppe zusammen heute Abend. Ja, R wie Richard. Ja, Richard, habe ich aufgeschrieben. Nochmal oder zweimal? Nein, nur die einmal. Alles Dann klar. E wie Emil. Ja? Dann drücken Sie die einmal Leertaste. Alles klar. Dann Ach. hinter die Leertaste kommt U wie Ulrich. Ach so, ich hatte jetzt gerade schon auf Enter gedrückt. Jetzt ist Internet aufgegangen. Da war ich zu Okay. schnell. Warte, ich mach das nochmal. Kein Problem. Herr, was haben Sie bekommen? Ja, das war das Fenster von Internet. Herr, sehen Sie auf diesem Fenster oben, es gibt eine Suchleiste, richtig? Dort gibt es HTTPS. Ja, klar. Herr, Sie sollten darauf anklicken. Was denn? Welche der vielen Sachen? Anklicken, Hier dort ist, hier anklicken. wird mir angezeigt, Seife unter der Bettwäsche. Wir werden es versuchen. Soll ich das in den Computer reinstecken? Sehen Sie, dort gibt es hier eine Option, später nachfragen. Ja, klar. Anklicken, später nachfragen. Alles klar. Und jetzt? Jetzt, was sehen Sie auf dem Bildschirm? News zum Russland-Ukraine-Krieg. Nee, warte, jetzt steht da, von dem neuen Ticket werden vor allem Wohlhabende profitieren. Sehen Sie hier oben, dort gibt es eine Suchleiste. Ja, klar. Dort anklicken, auf dem Suchleiste anklicken und machen Sie leer. Ich entleere mich auf Ihren Befehl. Was soll ich jetzt machen? Sie sollten die beiden Tasten wieder drücken, die Windows-Taste und R. Nochmal.
Alles klar. Ja. Und jetzt? Dann was haben Sie bekommen? Habe ich dir doch gesagt, Internet Explorer ist aufgegangen. Herr, unter links kommt eine Fenster ausführen. Unter Ja, links. da steht Dort gibt iExplore es drin. iExplore. Hinter E drücken Sie die einmal Leertaste. Jawohl. Dann F wie Friedrich. Ja. A wie Anton. Anson, ja. S wie Siegfried. Alles klar. T wie Theodor. Aha. Dann S wie Siegfried. Aha. U wie Udo. Udo Lindenberg? U wie Udo. Alles Wie klar. Ulrich. Alles klar. Ja, Dann weiter. kommt 2P. P wie Paul. P wie Paul. Habe ich. O wie Otto. Alles klar. R wie Richard. Aha. T wie Theodor. Theodor. Dann ein Punkt. Jawohl, eich gemacht. Ich punkte immer bei den Frauen, Alter. Dann kommt C wie Cäsar. Aha. O wie Otto. Alles klar. M wie Martha. Alles klar. Dann lesen Sie einmal vor, was haben Sie geschrieben? iExplore fastsupport.com. Klicken Sie auf OK. Jawohl. Da ist jetzt eine neue Seite gekommen. Da steht Verbindung aufbauen. Richtig, auf diesem Fenster sehen Sie, es braucht hier einen Namen. Schreiben Sie bitte Ihren Namen ein dort. Ja, und da wird nach einem Schlüssel gefragt, Alter. Ich habe Dann aber gar keinen. Schlüsselleute 742. 742. Ja, weiter. 421. Was war das? 421. Aha. Dann 661. 661. Soll ich dann auf weiter drücken? Dann weiter drücken. Thanks, Alagra. Soll ich das runterladen oder ausführen? Ausführen. Ausführen, jawohl. Da steht jetzt Initialisierung wird verbunden. Möchten Sie Richtig. zulassen, dass durch das Klicken Sie auf Programm Ja. Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden? Ja, klicken Ja. Ist das ein Antivirus? Ja, klicken. Sauber, habe ich gemacht. Klicken Sie Möchten auf Sie Ja. an der Sitzung teilnehmen? John Matthews, sind Sie da? Ja. Das freut mich. So, was soll ich jetzt machen? Hallo? Hallo? Ich bin da Was soll und ich ich bin jetzt machen? geschult. Gar nicht machen. Sie können gar nicht machen, weil der Computer ist gesperrt. Er ist Okay? nicht gesperrt. Ich gucke mir doch gerade Er ist Nachrichten an. gesperrt. Nein. Ihr Computer im Moment ist gesperrt. Okay? Wer hat das denn gesperrt? Sie haben das gesperrt. Nee, Lassen scheiß Sie Ihre Virus Maus war das. frei. Ihre Maus loslassen. Der kam jetzt gerade schon wieder an ein Fenster. Ihre Maus loslassen. Ja, aber dann kann ich doch gar nichts mehr machen, wenn ich die Maus loslasse. Ja, richtig. Sie können auch gar nicht machen, weil der Computer ist gesperrt. Ich mache alles für Sie, okay? Ach so, das ist Fernwartung. Ja, richtig. Ja, sag das doch gleich, du Hinterwäldler, dann hätte ich das gewusst. Und ist das ein gefährlicher Virus oder kannst du das reparieren? Ich zeige, ich checke einmal. Welches Browser benutzen Sie, wenn Sie diese Probleme heute haben? Ja, Auf dem ich Chrome? habe Chrome offen. Und dann habe ich schnell alles gelöscht und habe den Computer ausgemacht. Und Sie haben gelöscht und Sie haben den Computer ausgemacht, richtig? Ja, klar, das war mir zu gefährlich.
Okay, finden Sie so gefährlicher? Ja klar, wenn da steht, Und dass da ein Virus ist, da habe ich schnell das Internetkabel auch rausgezogen. welche Website haben Sie besucht? Naja, Dini, ich habe doch gesagt, ich habe mir Sexfilme angeguckt. Und warum? Wie, warum? Weil da geile Weiber drauf sind. Benutzen Sie nicht zum Beispiel Sägezange, das kommt automatisch, zum Beispiel eine Fehlerweise. Ach so. Ich meine, ja. Das geht automatisch. Ist ja auch Okay. scheiße. Das habe ich ja noch nie gehabt vorher. Nie gehabt, okay. Kann man das reparieren? Ich brauche den Ich kann Computer das für die. reparieren, Herr. Super. Machen wir das alles in Ordnung, okay, für Ja, Sie. klar. Aber Guter Mann. zuerst bitte, ja, ich danke Ihnen. Schreiben Sie bitte Ihren Namen und die Telefonnummer hier. Kein Problem. Beide, ich hätte die vollständige Name. Ach, ja, warte. Adresse auch? Nein, haben Sie Adresse? Ah, warte mal, ich hab hier ist ein A zu viel. So. Herr, was machen Sie zum Beispiel am meisten? Wofür benutzen Sie diese Computer? Ganz privatliche oder berufliche? Ja, bestellen, einkaufen, verwalten, Banking, Bitcoin. Alles machen, ja? Ja, so alles halt, ne? Ich bin selbstständiger Schichtarbeiter, Alter. Da brauche ich einen guten Computer. Okay. Was machen Sie denn da jetzt? Herr, jetzt was ich mache, wie ist der heutige Ihre Computer ganz infiziert, okay? Das ist Ach. wirklich sehr, sehr, sehr mit vielen Trojanern und die Bedrohungen infiziert und es macht Scheiße. heutige Ihre Computer ganz schade, ist, Herr. Heutige kann sein, Sie haben mir gesagt, Sie haben eine Sex-Webseite angemacht, richtig? Ja, das Auf ist dieser so. Seite gibt es viele unnötige oder unoffizielle Sachen. Sie weiß nicht, welche Sache ist gut und welche Sache ist nicht gut und ausversehentliche, wenn Sie irgendwo gedruckt, dann Sie kriegen diese solche Elemente auf Ihr Computer Ah, und es Mann. macht Ihre Computer ganz schade ist. Okay, so das, was ich mache, Herr, um diese Probleme besser zu verstehen, machen wir hier eine kurze Diagnose, damit wir zusammen sehen können, woran liegt die genauen Probleme und warum haben Sie diese solche Probleme erhalten auf Ihr Bildschirm. Okay, Ja, das so Herr, ist jetzt. total lieb. Vielen Dank. So, jetzt, was ich mache, Herr Süß, ich öffne hier einige offizielle Tools, damit Sie sehen können, woran liegt die genaue Probleme und warum haben Sie diese solche Probleme erhalten auf Ihr Computerbildschirm. Okay? Sind die Probleme nur auf dem Bildschirm oder auch im Aber Gerät selber drin? auf dem Gerät, Herr, das ist nicht Ihr Computerproblem, das ist nicht Ihr Bildschirmproblem, das ist eine ganze Netzwerkproblem. Okay? Wegen Nein. dieser Netzwerke, Sie haben irgendeine falsche Weise genug. Zum Beispiel, Sie schon gewusst, dass im Internet gibt es neue Fehler aktualisieren. Sie weiß nicht, welche Sache ist gut und welche Sache ist nicht gut. Und zum Beispiel versehentliche, wenn Sie irgendwo gedruckt, ausversehentliche, wenn Sie irgendwo gedruckt, dann Sie kriegen diese solche Elemente auf der Computer. Ja. Okay? So, was ich mache, Herr, um diese Probleme besser zu verstehen, ich mache hier eine kurze Diagnose, damit wir zusammen sehen können, woran liegt die genauen Probleme und warum haben Sie diese solche Probleme erhalten auf Ihr Computerbildschirm. Okay? Dann, was ich mache, Herr, Sie haben heute eine, zum Beispiel diese Sache hier drin. Ich öffne hier ein Fenster, heißt
Temp. Hier checken wir die alle Dateien auf Ihrem Computer. Hier sehen wir die alle unnötigen oder unbrauchbaren Tempi und Dateien. Sehen Sie hier im Moment, es gibt keinen Zugriff auf diese Seite. Okay? Wenn wir hier auf versehentlich irgendwo gedruckt haben, zum Beispiel, wenn wir es jetzt auf Vorsätzen drücken, dann können wir die alle Dateien auf Ihrem Computer haben. Okay? Ja, dann drücken wir da doch einfach drauf, Mann. Das Problem muss sich ja irgendwie beheben lassen, oder nicht? Ja, wir beheben Sie diese Sache. Sehen Sie, im Moment, es gibt keinen Zugriff auf diese Seite. Wenn wir hier auf Der war doch Position gerade drücken, offen. dann können wir hier das alle Sachen auf Ihrem Computer haben, okay? Ja. So, bitte hier sehen Sie, die sind die alle unnötigen oder unbrauchbaren Tempel der Teile hier drin Da auf Ihrem ist doch gar Computer. nichts drin. Herr, wie? Da ist doch nur eine Herr? Datei drin, Alter. Ja, richtig. Herr, sehen Sie 71 Elemente hier drinne. Darf ich das wissen, Herr, der Computer ein bisschen langsamer ist? Darf ich das wissen, bitte? Benutzen Sie den Computer ganz alleine oder irgendwo andere Person auch? Benutzen Sie bitte diesen Computer? Ne, das ist nur meiner und er ist wirklich ein bisschen langsam geworden, so in den letzten Quadrosekunden. Genau, Herr. Deswegen, wir sollten auf der Computer arbeiten und machen wir die alle Sache ganz in Ordnung, okay? Oh, du So, bist ein bitte hier Schatz, Alter. sehen Ich Sie könnte dich diese. küssen, Mann. Vielen Dank. Herr, sehen Sie, die sind die alle unnötigen oder unbrauchbaren Champion-Dateien hier drin. Sehen Sie, die Anzahl von diesen Elementen, 71 Elemente, ist drinne hier. Ja, Herr, aber diese alle warum? Dateien Warte ist mal mit kurz. Ihnen. Aber warum ist TeamViewer unnötig? Das brauche ich doch. Auch nicht da. So, Herr, sehen Sie trotzdem, ich bekomme diese unbrauchbaren Dateien hier drin auf Ihrem Computer. Deswegen heute der Computer ist gesperrt. Ich So, glaube, in deswegen, wir diesem Anruf sollten ist all diese ziemlich alle viel Dateien unbrauchbar. löschen. Ja, dann lösch den Richtig, Scheiß richtig. doch. Wir machen wir das weg, okay? Aber wenn Sie das hier sehen, sehen Sie, wir haben hier die einige Dateien hier ausgewählt und löschen wir diese Dateien. Das geht nicht normalerweise weg. Sehen Sie, ich habe die Dateien. Jetzt könnten Sie vor Ihrer Seite auf Löschen klicken. Alles klar. Klicken Sie auf Löschen. Klicken Sie auf Ja. Okay. So, Herr, sehen Sie, Sie haben die einige Dateien hier gelöst, Herr. Aber wenn Sie das hier sehen, die Dateien, die Sie haben gelöst, Alter, Herr, das geht lassen Sie der nicht. Mauser frei. Mauser, deswegen, ich habe gesagt, Herr, wenn Sie das machen, das geht nicht. Lassen Sie der Mauser frei. Sie können das selbst nicht machen. Warum Sie nicht? sind nicht eine Techniker. Sie sind nicht eine Techniker, deswegen. Was hast du Okay? denn gelernt? Du bist ja von Beruf. Ach, jetzt bin ich ja schon Was ganz haben Sie gelernt? durcheinander. Was Ja, haben Sie gelernt? dass das nicht mehr funktioniert. Also, du bringst mich so auf die Sehen Sie, Palme. Ich Herr, habe die zwischendurch Dateien, die schon Sie zum haben Maulwurf gelernt. gewechselt. Richtig, Herr, wir haben das gelernt. Wir sind ein Experte zu den Netzwerken. Sehen Sie, es gibt 69 Elemente ich drinne hier. Diese Dateien, die Sie haben gesagt. Sehen Sie, diese Dateien auch hier drinnen, das geht nicht weg. So, das bedeutet, das Schutzprogramm, die Sie haben, nicht in der Lage, diese alle Hintergrundprobleme zu bereinigen. Das ist ein Netzwerkproblem. Sie haben auch AnyDesk auch. Wollen Sie auch das benutzen? Oder? Ne, manchmal, wenn wir uns austauschen, Alter, bei den Angels, ne, dann müssen wir ja schon mal so ein bisschen gucken, ne? Also ich brauch das. Aber das ist doch nicht unnötig, das Programm. Okay. Dann sehen Sie hier, das ist eine Windows 7. Aber das ist ein sehr, sehr guter Computer. Es gibt Intel-Duo-Core-Prozessor mit i7. Es gibt 2 GB Arbeitsspeicher mit Intel-Duo-Core-Prozessor. Das bedeutet, das ist wirklich ein sehr guter Computer. Ein bisschen teuer Computer, okay? Ja, Das ist klar. wirklich ein sehr guter Computer. Herr, wenn Sie diese gleiche eine neue Computer kaufen, das kostet mindestens 700 €. Okay, und Herr, sehen Sie, ich habe noch keine Fenster gemacht. Auf diesem Fenster gibt es viele unbrauchbare Tempel und Dateien hier. Sehen Sie, ich habe das dann gemacht. Checken Sie bitte hier, die sind die alle unnötigen Dateien hier. Es gibt die hier Fehler, 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 Warnung, 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 Warnung hier drin, hier diese kritische Meldungen. Sehen Sie die Anzahl von diesen Elementen, 1600 Ach du Scheiße. Elemente ist da. Sehen Sie das Datum und seit das kommt von ganz an heute, Ja, gestern das oder ist das von gestern, Virus von bitte. heute, oder? Richtig. Und sehen Sie hier, Scheiße. dass wenn wir ganz unten gehen, 18. Jahre, sehen Sie hier diese rote Fehler hier drinnen, hier auf Ihrem Was Computer, kann man das mit dieser reparieren? roten Fehler, das ist eine unbrauchbare Dateien hier. Wenn Sie die gleiche Nein. Dateien hier, diese Sache mit Ihrem Computer, morgen die alle Sache machen, dann Sie kriegen die alle Sache.
Okay. Wenn ich eine Sache mache, dann kriege ich eine Sache. Das hört sich wie so ein Tauschgeschäft an. Richtig, richtig. Das ist wie eine gefährliche Dateien, wenn mit die diese gefährliche Dateien mit ihr Computer benutzt, zum Beispiel Drucker, Handy oder Scanner, dann sie kriegen die gleichen Probleme Vom wieder, wieder, Scanner wieder auch? auch. Alter, mein Scanner Ja, ist auch richtig. infiziert. Handy auch und die alle Sachen, die Fernseher auch. Daher, was Was, ich mein mache, werde ich Fernseher auch ist daher infiziert? wenn sie die gleichen Netzwerke verbinden, okay, mit Ach die du anderen Scheiße. peripheren Geräten, deswegen. Weil im Moment der Computer in Gefahr und sie verloren, die kann sein, die alle Dateien auf ihrem Computer haben, zum Beispiel ihre private Bilder, Dokumenten, alle Passwort auch. So, hey, jetzt ich habe hier die einige Dateien hier geschrieben, zum Beispiel ich habe geschrieben die Probleme. So, jetzt wir haben das gefunden, der Computer ist fertig, okay? Der ist Der doch nicht Computer läuft gesperrt, ein Alter. Wir bisschen arbeiten damit langsam. doch gerade. Und dann, es geht mehr als, heutiger ist gesperrt geworden, richtig? Mehr als 200 temporären Dateien. Dann, es geht mehr als, Also schreiben ist nicht deine Stärke, ne? 9000 Fehler und Nee, Warnungen. warte mal, da oben steht doch 1600. Warum schreibst du jetzt 9000 auf, Alter? Herr Hintergrund, es gibt 9000, deswegen, okay? It's over 9000. Kennst du den Film? Ja, okay. Ja, Mann. Es gibt auf Ihrem Computer keine Netzwerksicherheit und Sie kriegen die einige Werbung. Wegen dieser Werbung, der Computer ist immer geht kaputt, okay? Wegen Verstehen der Sie, die, Werbung diese geht der Werbung. kaputt? Ja, die Werbung spielt eine große Rolle. Sie weiß nicht, welche Werbung ist gut und welche Werbung ist nicht gut. Und dann versehentlich, wenn Sie irgendwo gedruckt haben, dann kriegen Sie diese solche Elemente. Okay, Werbung ist da, immer Sie müssen scheiße, das Alter. sagen. Ja, richtig. Diese alle Probleme zu bereinigen, wir brauchen die mindestens 30 Minuten Zeit und Weiterleiter unserer Techniker arbeiten. Und dann wir beben lassen Sie diese solche Elemente weg. Ich möchte Ihnen das sagen, bitte. Diese alle Probleme zu bereinigen. Was macht unser Techniker? Unser Techniker beben lassen die alle Adware, Malware, Trojaner und die Spyware-Probleme weg. Dann Ey, du klingst, als wärst du genauso besoffen wie ich. Herr, sehen Sie hier, es gibt hier die, zum Beispiel, wir installieren lassen die alle wichtigen Dienste neu, klar. Dann, Herr, wir löschen die alle Fehler und Warnungen von der Computer. Dann, Herr, installieren lassen die wir zum Beispiel die alle wichtigen Dienste, die heute beendet sind. Dann, Herr, wir geben Ihnen die 100% Netzwerksicherheit. Okay? Dann, Herr, wir installieren lassen die alle wichtigen Dienste neu, die heute beendet sind. Klar? Und Herr, wie ich sehe hier, heutiger der Computer ist ganz, ganz infiziert mit Ihrem Computer. Das ist die wirkliche, diese solche Elemente auf Ihrem Computer hier drinnen. Ich möchte Ihnen das sagen, diese solche Elemente immer kommt auf Ihrem Computer durch der Netzwerk oder durch der Internet. Ja, und Kein ist mein Bitcoin dann auch geschützt? so jetzt ist. Mehr wenig oder 3 Jahre ist mehr. Was sagst du? Hallo. Ja, bitte. Jetzt ich möchte Ihnen das sagen. Bitte diese Dateien hier drinnen auf Ihr Computer. Diese Dateien hier kommt auf Ihr Das Computer klappt durch nicht, deren ne? Netzwerke. Ja, klappt nicht. Richtig. Das ist aber schön, dass du mir den Link jetzt nochmal gibst. Das ist immer ganz schön für Recherchezwecke. Du bist völlig überfordert, Alter. Machst hier einen auf Elite, Alter. Kannst dir wahrscheinlich nicht mal selber die Schuhe binden, oder? Nein. Echt So, nicht, jetzt ich. Alter. Online-Support. Herr, diese Probleme zu bereinigen, wir geben Ihnen die 100% Netzwerksicherheit, okay? Zum Beispiel die Webshots, Pornoshots, Online-Banking-Shots und die E-Mail-Shots auch. Und Klar? Bitcoin auch? Und. Bitcoin Wallet? Nein, warum? Ne, die muss ja auch sicher sein. Ich habe ja Nein, einigen Herr, wenn Code Sie da diese drauf. Sicherheit haben, dann das geht mit zum Beispiel mit Online-Banking, okay? Ja, das Auch. ist toll.
Alter, Ja, wenn mal Sie mein nicht zusammen Bildschirm an, machen, dann Alter. mit Webshoots. Was ist ein Na? Pornoschutz, Alter? Wenn Sie die in eine falsche Weise oder wenn Sie die in eine Porno-Webseite besuchen, dann Sie bekommen keine trojanische Spyware auf Ihr Computer, okay? Also trojanische Keine Pferde will Fehler. ich nicht, aber trojanische Eulen, Alter, die Genau. sind geil. Weil man sagt ja, griechische Eulen, ne, bringen ja die Weisheit, Mann. Und darum solltest du dringend alle möglichen Eulenköder auslegen, damit die dir mal ein bisschen Gehirnschmalz bringen, Alter. Hast du das verstanden? Nee, zum Das Beispiel merke ich. heutige. Sie haben nur einige Webseiten besucht, okay? Das war eine kostenlose eine Sex-Webseite. Ja, die Auf mit den diesen Seite. Clownsmasken, Alter. Und du machst die auch noch auf dreimal und guckst dir das an. Ja, dann leg los, Alter. Mach hin. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss noch andere Leute verarschen, Alter. Ich möchte haben. Zum Beispiel. Was willst du? Warten Sie. Herr, jetzt ich möchte das sagen, diese alle Probleme zu bereinigen. Dafür Sie müssen bei uns die einmal registrieren. Zum Beispiel Was das muss ich Handy oder machen? Die Ihre Eingangstüre anpinkeln? einmal registrieren. Okay, zu Registrieren? unserer Ja, bin ich doch. Sie sind doch registrieren. von Zum Microsoft. Beispiel. Ich habe doch meine Seriennummer eingegeben. Welche Seriennummer haben Sie gegeben? Ja, von Windows, Alter, mein Windows-Key. Richtig, aber dieser Problem, das ist nicht ein Hardware-Problem, das ist ein Software-Problem. Ja, aber mein Okay, Betriebssystem ist doch deswegen, auch eine Software, Alter. richtig, Was erzählst du mir denn? wir sollten der Computer arbeiten. Okay, alle Sachen sicher machen, sauber machen, wieder bestellen. Sauber Okay, machen, zum. Alter. Du kannst dir doch nicht mal selber den Ja. Hintern abputzen, aber willst anderen Leuten die Computer reparieren. Was ist los mit dir? Nein, Herr, Doch, das ist Alter. die. Nein, das ist nicht unser Fehler, das ist Ihre Schuld. Vielleicht Sie haben heutige einige sehr gefährliche Webseiten besucht, dann Sie kriegen so viele Kurzbedrohungen, Sachen auf Ihr Computer, Was sagt? viele Ich krieg Schadstoff. Sackhaare auf dem Computer? Viele Kopfbedrohungen, Sicherheiten. Zum Beispiel, Herr, Was zum Sie Teufel bekommen sagst du viele. da? Ich verstehe kein Wort. Schreib mal auf, was du sagen willst. Es ist nicht zu verstehen. Zum Beispiel, wir haben das gefunden auf dem Guck Computer. mal, ich schreibe jetzt mal Dieser. auf. Also du hast gesagt, Sackhaare auf den Nein, nein, PC. nein, Schreib mal hin, ich nein. verstehe nicht, was du sagst, Alter. Ich habe Ihnen gesagt, Kopf. Kopfschmerzen? Nein, Herr. Ich habe keine Kopfschmerzen. Was ist denn ein Kopfatze? Ich habe hier das geschrieben. Ja, was ist das? Ja, das ist wie eine Virus. Das ist eine neue typische Trojaner. Neu, Okay. Coopface ist Jahre alt, Mann. Ja, diese Bedrohungen, diese Dateien hier, zum Beispiel hier, diese Dateien hier drinnen auf Ihrem Computer. Okay, so, diese alle Probleme, wir sollten arbeiten auf Ihrem Computer. Klar, alle Sachen in Ordnung bringen. Wir müssen der Computer ganz in Ordnung machen. Ja, reparieren, Klar, Alter. Bitte reparieren. ja, ich repariere, aber dann. Dafür, Sie sollten bei uns nur die einmal registrieren. Das bedeutet, Sie könnten bei uns ganze 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre oder die lebenslange registrieren. Ich sage Ihnen, wenn Sie für die 3 Jahre registrieren, kostet nur einmalig 450 Euro. Okay? Alter. Wenn Sie die 5 Jahre gehen, das kostet 550 Euro. Wenn Sie für ganzen 7 Jahre gehen, dann kostet es nur 650 Euro. Und die letzte hier ist die lebenslange, kostet Ihnen 750 Euro. Okay? Und diese alle Sache geht nur einmalig. Das geht nicht die pro Monat, das geht nicht die pro Jahr. Diese alle Sache nur einmal. Und wenn Sie so entscheiden, 2, 3, 5 oder 7 Jahre, das bedeutet, nach 3, 5, 7 Jahren, diese alle Sache geht automatisch kündig. Das geht nicht automatisch Verlängerung. Wenn Sie das gut finden, wenn Sie zufrieden, dann Herr,
Sie könnte bei uns weitergehen, sondern gar nicht. Und Aha, okay. heutiger, was Gibt es machen denn wir auch eine her? Wir Möglichkeit, kündigen nur Sie für an. einmal zu reparieren? Weil ich brauche das ja eigentlich keine 3 Jahre lang. Diese alle Sache geht nur einmal. Herr, die einmalige, das ist ein bisschen teuer. Das kostet die einmalige 299 €. Ah, Deswegen. na gut, dann lohnt sich 3 Jahre ja schon mehr. Ist das Ihr Name hier? Heißen Sie Gerant hier? Nein, ich habe Ihnen gesagt, ich gebe Ihnen die Garantie ab heute von ganzer Zukunft, wenn Sie irgendwelche Probleme mit Ihrem Computer haben. Ach so, Ich bin der ich verantwortliche meine, Mann. das Wort, Ich das Sie mache. suchen, ist Garantie. Herr, zum Beispiel, Herr, diese alle Sache hier drin, okay? Ich möchte das sagen, Herr, Sie bekommen die alle Sache schriftlicher in ganzer Zukunft, wenn Sie irgendeine Probleme haben, zum Beispiel nicht dieser Geräte, mit die alle anderen peripheren Geräte, die zu Hause Mit haben, okay? pädophilen Geräten Oder habe ich nichts zu tun, Alter. zum Beispiel mit Handy, Scanner oder Drucker. Mein Drucker Und ist nicht noch eine pädophil, Alter. Sache. Der steht nur auf ausgewachsene Dateien über 18 Megabyte. Das ist einfach so. Was ist das denn für Alle Vorwürfe hier, Alter? peripheren Geräte, Herr, die peripheren Geräte, Alter, verstehen Sie warum das? nennst du meinen Drucker pädophil, Alter? Was ist los mit dir? Warum sagst du solche Sachen, Mann? Okay, müssen Sie die Reparatur? Ja klar, reparier meinen Computer, du Knackbirne. Dafür Sie müssen bei uns entscheiden, wie lange müssen Drei Sie Jahre, greifen? mehr brauche ich nicht. 3 Jahre. Dann, Herr, sagen Sie, neben der Zuhause gibt es irgendeinen Supermarkt wie eine Rewe, Netto, Edeka oder Aldi? Ja, Netto ist hier auf der anderen Straßenseite. Und Ali wohnt da auch. Dann Sie können einfach zu Netto gehen, okay? Was soll Und ich denn bei Netto, Sie? Alter? Reparier meinen Computer, Alter! Ich repariere, aber dafür Sie müssen die iTunes-Karte kaufen. iTunes! Von Was willst du mit Musikkarten, Alter? Das ist nicht die Musikkarten, okay? Das ist wie Natürlich! eine Sicherheitskarte. Nein, ich sage Ihnen, was ich mache, ich verwende Ihren Anruf zu meiner Zahlungsabteilung, dann Sie erklären Ihnen die alle Sache, Ja. wie be bedeutet diese alle Sache, okay? Alles klar, verbinde mich mal. Ich warte so lange. Okay. Hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr. Mein Name ist Peter Bolter. Ich bin von Microsoft Windows Zahlungsabteilung, ja? Wie So, ist der bitte fragen. Name? Peter Walter? Ja. Und wie ist der richtige Name? Warten Sie kurz. Hallo. Ja, hallo. Herr, mein Name ist Peter Walter, okay? Ich heiße Peter Walter. Ist klar. Glaubt ihr das irgendjemand? Ja. Herr, was passiert? Wollen Sie unsere Hilfe? Ja, ich brauche ganz dringend Hilfe. Okay. So bitte jetzt hören Sie mich, okay? Ich Herr, höre ich dich. möchte Ihnen erklären, dieses Problem ist sehr, sehr gefährlich. So, wir können nicht Ihre Bankdaten nehmen in diesem Fall, ja? Weil wenn wir Ihre Bankdaten nehmen, dann jemand kann ganz einfach missbrauchen und wir wollen das nicht, unsere Firma erlauben nicht. Deswegen haben wir eine Möglichkeit, was wir machen in diesem Fall. Heute haben Sie die verbotene Seite besucht, deswegen Google hat Ihre Computer blockiert, ja? Google hat meinen Computer blockiert. Idi nachwiple. Ey, mal ohne Scheiß, was ist bei euch falsch gelaufen im Leben? iTunes-Karten für 450 € kaufen, damit der Computer entsperrt wird, weil Google den blockiert hat? Herr, ich mache das, ich brauche nur einen Google-Code. Mit diesem Google-Code mache ich Ihre Computer frei, ich mache diese Trojaner weg. Ich habe Sie einen bekommen diesen Google-Code. Google. Haben Sie einen Google-Code? Ja, soll ich den hier reinschreiben? Ja, bitte schreiben Sie hier. Das ist mein Google-Code. Schäm dich, du Okay. Jetzt Scheißkrimineller. ich mache Ihre Computer frei, okay? Ja, mach mal den Computer frei. Bencho, Terry Market Shoot, Mother Chod.
Ey, mein Freund ist Inder, Alter. Ich kenne das doch alles. Ich kenne deinen Trick. Du bist kriminell, Alter. Trinken Sie Urin? Ja, jeden Morgen. Und trinkst du Kuhurin oder nicht? Von der heiligen Kuh? Schreib mal noch ein paar indische Schimpfworte auf für den nächsten Anruf. Was heißt Betty Shot? Mach mal Übersetzung. Auf Englisch Hallo. oder Deutsch? Hallo? Ich kann Deutsch, immer Deutsch, okay? Du kannst kein Deutsch. Du hörst dich an wie eine Ich kaputte kann Deutsch. Kaffeemühle. Und du? Wo hast du Deutsch gelernt? Goethe-Institut oder? Nein, in Deutschland, in München. In München. Schade, dass die dich nicht gleich wieder abgeschoben haben. Kriminelles Dreckspack. Sie sind auch eine Kriminale. Du bist der Kriminelle. Erzählt mir hier was Ich von bin nicht. iTunes-Karten und 7 Jahre Pornoschutz, Alter. Schämst du dich überhaupt Ja. nicht? Du hast keine Nein. Ehre, Alter. Du bist ein Bettler und ein Dieb bist du. Aber warum? Wie warum? Sagen Sie, Du bist warum ich kriminell, Alter. schäme? Du bist Nein, ein Sie Bettler. sind hier, Sie sind eine Kriminelle. Sie nehmen unsere Zeit vergeuden. Sie haben uns angerufen. Sie haben sie Ja. ohne Webseite besucht. Ja. Dann, Herr, machen Sie so jeden Tag, trinken Sie Urin und genießen Sie Ihren Urin, okay? Ich werde den Danke, bis Urin dahin. sowas von Tschüss, genießen. Ich ciao. denke dabei jedes Mal an deine Ja. zuckersüße Stimme. Mua, 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 mua. Aber was für ein Drecksgesindel, ein Elendes. Was für Mistratten. Guck dir diesen Schwachsinn an, den die hier schreiben. 7 Jahre Pornoschutz, 650 Euro. Ganz klar, der ganze Mist, den die da gezeigt haben, in temporäre Dateien, das sind deine Zwischengeschichten, dann hat er, wundert mich ja, dass er nicht noch, warte mal, App-Data aufgemacht hat. Gut, das ist nur vor allem, da findest du nichts. Oh, falsch geschrieben, da kann es ja auch nicht klappen. Dass er dir nicht auch noch erzählt, dass die ganzen, Safe Games von League of Legends, Valheim und 7 Days to Die auch irgendwelche Viren sind. Was die dir für einen Schwachsinn erzählen. Und dann können die nicht ein Wort richtig schreiben. Und dann sollst du iTunes-Karten. Ich meine, das mit Google kann man irgendwie noch sagen, okay, Google sperrt den Computer, komm mit einer Google Play-Karte wieder. Das könnte man ja irgendwie noch, so für die ganz, ganz Dummen, einigermaßen irgendwie miteinander verknüpfen. Aber iTunes weiß doch jedes Schwein eigentlich, dass das Musik ist. Was wollen die damit machen? Wollen die jetzt 500 Mal Punjabi MC runterladen? Was machen die mit iTunes-Karten, die Idioten? Mit Google oder mit Amazon kannst du dir wenigstens noch was kaufen, aber wie scheiß Musik, da kannst du in Indien auch nicht von leben. Was soll's? Lasst euch nicht verarschen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, bitte, ihr kennt ja den Spaß bei YouTube teilen, kommentieren, ein bisschen was drunter schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der neuesten Erkundung nach Indien. Buk